Wow. Echt jetzt? Die hat genug gelebt. Okay, chillt mal, bitte. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video geht es um eine meiner absoluten Lieblingsmunitionsarten, nämlich Dragon Breath. Dragon Breath hat nicht nur einen verdammt coolen Namen und sieht noch cooler beim Schießen aus, es ist auch noch eine meiner Meinung nach sehr unterschätzte Munitionsart. Ganz spezifisch soll es heute aber um Dragon Breath in der Cordwell Rival gehen. Diese kann nämlich erst seit Patch 1.16 Dragon Breath nutzen und ist doch eine sehr interessante Wahl dafür. Die entscheidenden Punkte für Dragon Breath sind einmal, dass ihr immer noch auf über 30 Meter Leute mit einem Schuss anzünden könnt, und mit einem guten Schuss aus geringerer Entfernung auf einen Schlag mehr als 50 HP abrennen könnt. Oh, that's hot. Was besonders mit einer schnellschießenden Shotgun wie der Rival nice ist, da ihr mit dem ersten Schuss den Gegner bereits ein bis zwei Balken abrennt und mit dem zweiten Schuss ihn dann auch tötet, was ihn dann natürlich nochmal einen Balken kostet. Vielleicht sogar zwei, wenn durch den zweiten Schuss ein weiterer abbrennen sollte. Zweitens könnt ihr mit Dragon Breath Leichen anzünden, was logischerweise immer praktisch ist. Und drittens könnt ihr, wie ihr es im Intro bereits gesehen habt, brennende Gegner durch Wände sehr gut orten und zusätzlich hören und sehen brennende Gegner selbst deutlich weniger. An sich gibt es noch sehr viel mehr zu Dragon Breath zu sagen, vor allem im Vergleich zur Flechette-Munition. Ich hätte eigentlich auch ziemlich Bock, mal ein Vergleichsvideo zwischen Flechette und Dragon Breath zu machen, da ich beide Munitionsarten sehr mag. Hättet ihr Interesse an so einem Video? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Nun kommen wir aber erstmal zur feurigen Cordwell Rival. Ich habe vier verschiedene Matches für euch mitgebracht und werde dieses Mal auch wieder einzelne Abschnitte hervorheben und analysieren. Die erste Runde, die ich euch zeige, ist auch tatsächlich einer meiner ersten Runde mit der Rival Dragon Breath. Müsste mal so ein Remix machen von dem diese Handmelodie. Ich hab einen Schlag gehört, einen Frauenschlag, links, wessen, ja. Traded. Die sind geheadshottet. Schön. Ich hoffe mal, es war nur ein Duo. Nein, ist es nicht! Ist doch nicht der Kane, oder? Naja. Okay. War so ein White-Shot-mäßiger. Gut, dass ich Lauf genommen habe. Habe ich wenigstens mal Balken wieder, was ich wahrscheinlich nicht brauchen werde, weil die. Ne, sind wir noch in Plantation. Okay, krass. Er hat mit seinem Handcrossbow zuerst geschossen? Auf die Range? Madman. Absoluter Chat. Da. Mosendolch. Ja. Wah, 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 wah. So schnell geht's um Loadout weg. Du hast sie gar nicht getestet wegen dem Buff, ne? Du hast sie getestet, bevor du aber wusstest, dass sie gebufft wurde. Ja. Ich hatte mal Bock drauf, dachte mir, es passt gut mit Katana zusammen. Schon interessant. Nee. Kurzes Pferd auf. Heimlich ein Meta-Abuser. Okay, geht's wirklich übelst ab. Alter. You know what? Ich mache die Beete rein, vielleicht kriege ich einen Beetle-Kill. Am Brunnen. Doch du, Wild. Der ist komplett in Nordwesten gelaufen, ins Interbarrent. Jetzt mein Hit da hinten. Ist der mit du, Wild. Wenn ich gebietet habt. Ein
Ein Satina-Trip meins, Vorsicht. Einer ist direkt über mir. Jetzt kann ich euch auch durchkommen. Wenn das. Oh, jetzt brennt. Jared, kannst du dich weiter easy peasy? Au. Warum ich wusste von der. Ich wusste von der, ne? Oh, du bist durch das Fenster gegangen. Ja. I feel humiliated. Oh, die sind keine Freunde. Oh Gott, es sind noch vier Stück, Leon. Ne, oder drei, doch vier. Alle unten. Auch einer gleich bei mir. Wieso lebe ich noch? Ich weiß es nicht, es ist gute Shitshow hier. Ich wollte einfach jemanden Katana anstehen, die alle mit Shotguns. The fuck? Nur noch zwei, beide unten. Rechts immer noch drüben, oder? Ja. Oh, eine Leiche, nice. Ich kann mir Bike wiederholen. So, von hinten reinzugehen. Ja, der hat's Lachs. Ich hab mir so viele Balken abgebrannt, glaube ich. Ist im Haus. Oben. Jetzt zünd mal sein Mate an. Mhm. Ich bin so froh, Lava genommen zu haben, ne? Wäre jetzt schon echt praktisch. So, ja, ne, ist ein bisschen zu weit weg. Du kannst ja versuchen. Wie viele Balken fehlen dir? Einige, ne? Drei. Oh. Ganz ehrlich, renn schnell rüber, das dauert nicht so lange. Ich conteste so lange. Mach das schnell. Heil ihn an. Ja. Hier ist das Bounty. Nice. Bin hier. Ich höre erstmal die Punkte drumherum, der wird dann wissen sonst. Er ist tot. Schade. Oh, nice. GG, my dude, GG.
That was a nice fight. GG. Hier bin ich echt froh, dass es keine Trap-Kombo war. Vergesst nicht, besonders an Eingängen, immer kurz den Boden zu checken, bevor ihr durchgeht. Die Frag hier noch schnell auf den Boden vor mir zu werfen, hat mir in diesem Fall, glaube ich, auch das Leben gerettet, da mich sonst ein Gegner höchstwahrscheinlich gefinisht hätte. Durch die Frag hat er dann aber lieber Abstand genommen und ich hatte genug Zeit, raus aus der Falle zu kommen. Hier sieht man gut die Vor- und Nachteile von Dragon Breath. Den ersten Gegner hier habe ich einfach nur abgestaubt, das hätte ich aber wahrscheinlich auch mit Bugshot geschafft und beim Headsman haben einfach zu wenig Pellets getroffen. Der dritte Schuss auf einen anderen Gegner, der auch weiter weg war als die ersten zwei, hat dann aber direkt angezündet und mit dem vierten Schuss habe ich diesen Gegner ganz sicher in den Balken abgebrannt. Mit Bugshot hätte ich mit Glück vielleicht einen Headsman an der Tür getötet, aber gegen die Beekeeper am anderen Ende des Raumes hätte ich mit Bugshot quasi nichts ausgerichtet. Sehr schade, dass ich den Gegner hier nicht getroffen hatte. Mein Plan war es, Leon wiederzubeleben, runterzuspringen und dem Gegner einen Aimpunch zu versetzen, damit er Leon nicht direkt wieder tötet. Hätte ich getroffen, wäre mein Plan vermutlich auch aufgegangen. Generell sind Fast Revives eine beliebte Taktik von uns. Selbst wenn der Wiederbelebte direkt wieder stirbt, erhalten wir dadurch wertvolle Informationen und locken die Gegner raus. Wenn ihr euch für eure KD interessiert, ist das wohl aber eher weniger zu empfehlen. In der zweiten Runde spiele ich mit Teemo und wir haben Schüsse in Weeping vernommen. Und naja, bei uns gibt es ohnehin schon die ungeschriebene Regel, auf Thesal führen alle Wege nach Weeping. Also sind wir wie immer nach Weeping gelaufen. Hä? Wo hier lebt? Der Hive hier, ist auch hier von die Raben. Irgendjemand prankt uns hier, Alter. Ist irgendein Scharlatan unterwegs? Okay, in Weeping. Weißes Haus. Ich bin recht sicher, dass ein Silencer dabei ist, ja. Die Box hier. Beinahe aus dem Bossraum. Habe ich einmal gehittet. Hat sich geheilt. Chaos. Hab jemanden gehittet? Ja. Hab den. Okay. Da ist noch einer mit dem Terminus unterwegs beim Bossraum. Genau der da. Ich kann der Motorstern. Einer hat tatsächlich eine Frag Arrows. Geil. Das hab ich. Achso, bist du? Ah, okay. Also da hinten im Wald waren auch welche. Kann sein, dass die irgendwann zum Seed Cash gehen. Den im Blick behalten. Im Bossraum immer noch. Oh, ist die draußen? Draußen. Ja. Gerade wieder rein. Irgendeine Frau ist auch unterwegs. Das sind zwei im Compound mindestens. Ich könnte mal versuchen, zum weißen Haus zu gehen, von da aus einen Überblick zu bekommen. Maybe. Mahlzeit. Gut. Die haben das oben drin. Ja. Okay, doch nicht. Hab ihn gehittet. Nach unten ist er. Nochmal gehittet. Kleine Rival mit Flashhead. Auf mein Buddy, hat geblutet. Cool.
Moment. Wow. Echt jetzt? Die hat genug gelebt. Nice. Okay, chillt mal, bitte. Ich weiß nicht, ob niemand lebt. Das war der, den ich schon mal vorgekillt hatte. Ich glaube, es sind alle weg, oder? Sollte. Hey. YOLO Revive? Anstrengend. Wilde Runde. Huiuiuiui. Weil ich gar nicht mal so viel gemacht habe. Aber ich glaube, das sollte wenigstens okay Bogendamage sein. Oh, die Frag Arrows im Boston, die waren nice. Da wusste ich genau, wie ich mich darin bewegen kann. Frag Arrows, muss ich sagen. Mhm. In dieser Runde gibt es tatsächlich nur einen kleinen Abschnitt, den ich nochmal hervorheben möchte, und das ist auch der Intro-Clip des Videos. Klar, ich konnte mit der Uppercut den Gegner nicht durch die Kutsche töten, war vermutlich ein Armhit, aber man hat hier perfekt gesehen, wie praktisch Dragon Rift sein kann. Mit Buckshot hätte ich auf die Distanz hier rein gar nichts ausgerichtet, da der Gegner aber gebrannt hat, ist er in Panik verfallen und hat sofort Deckung gesucht. Den 180-Sprungkonter habe ich auch bereits in Episode 6 von Schmiptos Trickkiste behandelt, schaut da doch gerne mal rein, wenn ihr die noch nicht kanntet. In der dritten Runde bin ich mit Leon und Timo als Trio unterwegs und wie bereits vorhin erwähnt, auf die Seil führen alle Wege nach Weeping. Deswegen beginnt auch dieser Clip mal wieder in Weeping. Wir waren gerade einfach drei Pistegrunts nebeneinander. Ja, dann werden wir die Quest nicht brauchen, ne? Ui. Was ist raus? Okay. Normale Packs, normale Ammo. Necro. Es läuft doch nicht so oft am Fenster vorbei. Ja. Nice. War das die Centipede, also die Dreadlock-Frau? Ich hab's nicht gesehen. Okay. Da ist ein Fellas in dem. Einer Blut hat. Die Fellas. Hinter mir. Hinter mir. Irgendwo hier. Da oben. Very nice. Push den Raum hier. Hat gerast, glaube ich. Vor dir, alles brennt. Blutet. Ich glaube, die hat aber gerast. Timo, komm mal her. Oh. Gut, oh gut. Ja. Ich mach spannenden Bogen, ich mach die Tür hier auf. Ich bin da unten drin. Ah. Ich glaub, die ist eh oben. Vielleicht kannst du oben Fracker reinballern? Ich hab keine mehr. Warte, ich hab gleich welche. Ne, die hat den anderen nicht gerast. Die ist immer noch da oben allein. Okay. Ja, da oben Fracker einfach rein. Ja, hab sie. Nice. Nice one, sehr schön. Blendless. Fuck off! Ja, nicht so schlimm. Perry Landless ist echt nur halb so schlimm zum Glück. Dennoch belastend. Ich pack den Bullthrower. So wie ich liebe Frag Arrows. Ja, Frag Arrows sind geil. War zufällig Serpent. Nope, leider nein. Ich bin gerade ein Fischenhunter. Die bewegen sich wie beim Bossraum. Okay. Gigachat. Ding dong. Na, komm, du willst oben an dem Turm peak, ne? Komm. Ich weiß, du willst das auch. Ich komm wieder runter. Oh, was Dummes.
Moment mal. Hört ihr das? Es tut mir wirklich leid, falls es dich getroffen hat. Ich wollte in den Tower reinschießen. Timo, kannst du bitte aufhören, mich mit deinen Frag Arrows zu erwischen? Anscheinend nicht. Oh, einer brennt. Einer down. Oh, einer brennt sehr. Zwei down. Er brennt wieder, oder? Ne, brennt er nicht. Was? Ich weiß nicht, wo die Frag herkam. Ne. Frag, Bomb ganz normal. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich glaube von draußen. Okay, sie ist tot. Das ist nur das eine Team. Oh Gott. Bitte, kannst du rein. Nein! Ah, ich hätte dich nehmen sollen, dumm. Feuermosen. An der Treppe, wo ich gestorben bin. Ja, ich spieß an der nicht. Feeling Leute hier. Nice. Richtig. Das war's noch nicht, glaube ich. Er lädt nach. Okay. Er ist da unten, im Osten. Er ist direkt vor der Tür, glaube ich. Oh, ja. Er ist aber drin. Getroffen. Sie kommen Treppe hoch. Ist ja schön. Junge, 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 was für eine chaotische Scheiße, Alter. Let's go. Oh, nice. Geil, Mann. Absoluter Fan. Junge, Junge. Durch FMJ Mosin. Ein weiterer Vorteil von Dragon Breath. Ich habe hier gnadenlos reingeschissen. Hätte ich besser gezielt, wäre die Phyllis einfach direkt gestorben, völlig egal ob mit oder ohne Dragon Breath. Trotz dessen, dass ich katastrophal geschossen habe, haben dennoch genug Pellets Phyllis erwischt, um sie immer noch anzuzünden. Hätte ich nicht aus irgendwelchen Gründen gedacht, dass sie noch eine Maid mit im Haus hat, hätte ich sie da auch einfach easy peasy pushen können. Aber naja, dafür haben wir wenig später diesen wunderschönen Play hier. Frag Arrows und Bolts sind wie Dragon Breath besonders praktisch im Team. Durch Timos Frag Arrow konnte ich genau orten, wo die Phyllis ist, und wusste genau, wann ich sicher pushen kann. Gute Nacht. In der letzten Runde für heute bin ich wieder mit Timo alleine unterwegs. Zur Abwechslung befinden wir uns mal nicht auf Desal, sondern auf Lawson Delta und wir pushen gerade Fort Karmic, wo der Assassin gebanished wurde und bereits einige Schüsse gefallen sind. Alter, die Springfield ballert aber auch wirklich durchgehend, Bro. Kann ich klauen? Hab ich nicht drauf geachtet. Nee, das ist ein Explosive Springfield, Bro. What the fuck? It's wild. Springfield ist auf dem Dach. Einer down. Ein Compact Rifle. Auf dem Dach. Oh, er brennt. Ist down. Einer noch unter mir.
Oben, bei mir. Wirf das, Vorsicht. Hat sich selbst erwischt. Er ist down. Ich glaube, das waren zwei Duos. Ich hab den Gegner gesehen. Habt ihr bisschen Sandy-Damage auf jeden Fall geholt? Neues Team. Osten. Mir fehlen noch relativ viel Leben. Einer ist ganz weit hinten draußen, der eine ist schon quasi in Fort. Oh, das sind glaube ich drei. Ich habe einen verbuggten Deathscreen, ich sehe nichts, ich kann nichts aufklicken. Natürlich. Ah, nee, ist halt einfach nur. Das ist übrigens Bug Sniper. Ah, ich habe ja gar kein Necro, chillig. Bisschen Glück kannst du mich sogar aufheben. Ich habe Resilience, also nur die 100 Leben. Keine Resilienz. Ich nehme mal eine Ammo-Crate hin. Lol. Der Mauer irgendwo, ich habe keine Ahnung. Silencer mit Feuer. Natürlich. Lucky. Lucky Moorvogel. Voll Damage gestorben. Ich hätte eigentlich seine Driver kurz nehmen sollen für die Muni.
Hey, that is my ammo. How dare you? Hey, Brati! Whoopsie. Okay, muss noch ein bisschen mehr Obvious aus der Cheetos. Nö. Not like this. Der hat noch eine Feuerbahn, haben als Sidearm. Das ist gut zu wissen, danke. Ja. Whoopsie. Da wurde einer wohl, hatte massives Skill-Issue. Wow. Ich dachte, die wäre da oben. Ich hab sogar. Okay. Ja, du hast sie runtergeschossen, glaube ich. Ah ja, das ist gut möglich. Oben ja. Gibt's eine Ammo-Box, by the way. Ich kann nicht einfach resen. Ich hab eine. Ah, nee. Na, ich verliere dadurch. Na, es wird ja gerne. Ich verliere dadurch 50 HP komplett. Rechts ist eine Ammo-Box. Ja, ich mach das dann noch. Ich hole dich jetzt dann noch auf, wenn's risky ist. Mehr Firepower lohnt sich. Mittlerweile komplett. Ja, man verliert jetzt 50 HP komplett. Hit. Wenn du was zu werfen hast, wäre geil, ist direkt da. Naja, ich probier's mal. Ist runtergedroppt, okay. Wo ist er hin? Ja, der ist runtergedroppt. Ich schau mal. Er ist quasi in der Mitte hier. Er rennt raus da, glaube ich. Lass mal rübergehen. Komm. Hier draußen. Hörst mich? Ich hab nicht mehr gecheckt, von wo ich geschossen habe. Ist das dumm? Sehr gut, let's go. Alright then. Er hat nach unten geschaut, er hat gar nicht gecheckt, dass von oben geschossen, aber ich hätte ganz entspannt zielen können. Oh Mann. Uiuiui, das war doch mal ein Fight, du. Ja, ich weiß genau, wo ich jetzt hinlaufe, lol. Hier sieht man ein gutes Negativbeispiel, wie man nicht handeln sollte, wenn man brennt. Der Gegner war komplett alleine auf dem Dach und unter ihm befand sich höchstwahrscheinlich ein weiterer Gegner, weshalb er nicht runterspringen wollte. Anstatt sich dann hinter einer löchrigen Holzwand zu verstecken, um den Brand zu stoppen, hätte er einfach auf mich schießen sollen. Da ich mit Nathaniel ihn sogar zweimal treffen musste, wissen wir auch, dass ich ihm gar nicht so viel Schaden gemacht habe. Ja, Feuer ist laut und ihr seht wenig, aber es fügt nur Max-HP-Schaden hinzu. Ihr müsst euch nicht wie bei Blutung Sorgen darüber machen, dass ihr einfach mitten im Kampf ausbrennt. Wenn ihr getötet werdet, brennt ihr ja auch nicht mehr. In solchen Situationen also lieber in die Offensive gehen und ein paar Balken mehr einbußen, dafür aber den Gegner vielleicht töten, anstatt einfach nur durch eine Wand getötet zu werden, ohne sich überhaupt zu wehren. Als Timur angezündet wurde, hatte ich nicht wirklich eine Möglichkeit, ihn zu löschen. Zumindest keine, ohne mich selbst in große Gefahr zu bringen. Allerdings hatte ich auch komplett vergessen, dass man durch den Red Sky Revive nun 50 HP komplett verliert und gegen eine Sparks nur 100 HP zu haben, ist jetzt nicht so das Geilste. Dennoch war es mir dann wert, Timur aufzuheben, um mit ihm in der Überzahl zu sein, auch wenn wir beide dann One-Shot für den Gegner sind, was sich am Ende auch ausgezahlt hat, da ich da ja wirklich komplett reingeschissen habe. Klar, mit 150 HP hätte ich den Schuss überlebt, aber je nachdem, wie der Gegner danach gehandelt hätte, hätte ich auch daran sterben können. Sonst gibt es nicht viel zu der Runde zu sagen. Ich habe an sich ziemlich gut gespielt, wobei ich auch ehrlich sein muss. Die Gegner hätten das an einigen Stellen wirklich deutlich besser spielen können. Wenig Teamplay hat da stattgefunden und es wurde viel gepanickt. Und ja, der Gegner hier, wie Timo gesagt hat, einfach massives Skill-Issue. Und das war's mit dem Video. Als Fazit zu Rival mit Dragongraph: kann man machen, muss man aber nicht. Es kommt auch darauf an, was ihr wollt. Wollt ihr reinschwitzen und einfach einen Gegner nach dem anderen one-shotten? Dann ist Dragongraph nichts für euch. Weder auf der Rival noch auf einer anderen Shotgun. Slugs sind dann die Munitionsart, die ihr sucht. Wollt ihr aber ein bisschen Abwechslung, Vielseitigkeit und Mehrwert auf Teamplay legen, dann ist Dragongraph genau das Richtige für euch. Und ganz ehrlich, es macht einfach Spaß, aus Gegnern menschliche Fackeln zu machen. Hunt hat ein unglaublich riesiges Waffenarsenal mit so vielen Möglichkeiten, man muss nicht jedes Match Mosin, Spitzer und durch FMJ spielen, um zu gewinnen und Spaß zu haben.
Aber gut, schreibt mir noch gerne eure Meinung zu Rival mit Dragon Breath in die Kommentare. Und schreibt mir wie gesagt sehr gerne, ob ihr Interesse an einem Dragon Breath vs. Flechette Video hättet. Ich glaube, ich werde das so oder so machen, aber natürlich würde ich wissen, ob ihr darauf auch Bock hättet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.